Dezentrale Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind ist stark wetterabhängig und dadurch volatil. Das wird häufig als großes Problem dargestellt und Begriffe wie Zappelstrom werden von Energiewendegegnern genutzt, um zu argumentieren, dass 100% erneuerbare Erzeugung unmöglich sind. Betrachtet man jedoch diese Einspeisung für ganz Deutschland über der Zeit, beispielsweise bei energycharts.info, ich verlinke euch die Seite in der Videobeschreibung, sieht man, dass die Einspeisung zwar zeitabhängig ist, aber die Volatilität auf größere Gebiete betrachtet gar nicht so groß ist. Auch der Stromverbrauch war in der Vergangenheit schon nicht konstant, sondern sehr volatil und nicht nur Grundlast. Eine Lösung, schon in der Vergangenheit mit dem volatilen Verbrauch umzugehen, waren Lastprognosen. Diese Prognosen für Erzeugung und Verbrauch werden mit zunehmend volatiler und nicht steuerbarer Erzeugung aus PV und Wind in Zukunft deutlich wichtiger. Während meiner Doktorarbeit habe ich mich auch intensiv mit Prognosen von erneuerbarer Erzeugung beschäftigt und einige wissenschaftliche Veröffentlichungen darüber geschrieben. Die wichtigsten Grundlagen und welche drei Prognoseansätze es gibt, werde ich in diesem Video für euch zusammenfassen. Die erste Kategorie von Ansätzen sind Zeitreihen. Diese werden beispielsweise schon bei der Prädiktion von Verbrauchern seit langem genutzt, sowohl im Strom- als auch im Gasnetz. Sogenannte Standardlastprofile des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Dabei gibt es ein Lastprofil für Haushalte, 8 Profile für unterschiedliche Gewerbetypen und 3 Profile für landwirtschaftliche Betriebe. Diese Profile werden dann entsprechend skaliert und zur Vorhersage genutzt. Der Vorteil dabei ist der sehr geringe Aufwand. Insbesondere bei der Prädiktion einer sehr großen Anzahl an Verbrauchern können dennoch geringe Prädiktionsfehler, also genaue Vorhersagen, getroffen werden. Für die Zukunft, mit immer mehr dezentraler Erzeugung und Speicherung, sind diese jedoch weniger geeignet. Die zweite Kategorie sind physikalische Modelle. In diesen Modellen werden in der Regel Wetterprognosen genutzt und anhand physikalischer Zusammenhänge daraus resultierende Leistungen berechnet. Am Beispiel einer PV-Anlage benötigt man Informationen über die Ausrichtung und Größe der Anlage und kann so aus einer Prognose der Temperatur und Bewölkung und einem Modell der aktuellen Sonnenposition die Leistung prognostizieren. Das funktioniert relativ gut bei einzelnen Anlagen und an sonnigen Tagen deutlich besser als an bewölkten. Phänomene wie Abschattung bei PV-Anlagen sind hier eher problematisch. Außerdem ist der Modellierungsaufwand hier sehr groß, da man sich alle Anlagen einzeln betrachten muss. Eine ähnlich gute oder sogar bessere Prognosegüte erreichen Modelle der dritten Kategorie, wissensbasierte Modelle. Hier werden insbesondere Methoden des maschinellen Lernens, wie beispielsweise künstliche neuronale Netze oder Support Vector Regression eingesetzt. Erläutern möchte ich das Vorgehen am Beispiel eines künstlichen neuronalen Netzes, das ebenfalls die Leistung einiger PV-Anlagen in einem Verteilnetz prognostizieren soll. Hier eine kurze Erklärung zur Funktion von neuronalen Netzen. Ein neuronales Netz besteht aus Neuronen, die über Kanten miteinander verbunden sind. Auf der Eingangsseite, in der ersten sogenannten Schicht, hat man genauso viele Neuronen wie Eingangsgrößen. Diese Neuronen verteilen über die Kanten die Eingangsgrößen auf alle Neuronen der ersten verdeckten Schicht. Jedes Neuron hat eine sogenannte Aktivierungsfunktion, mit der aus der Summe aller Eingangsgrößen die Ausgangsgröße berechnet wird. Hinter der ersten verdeckten Schicht kann eine beliebige Zahl weiterer verdeckter Schichten folgen. Die letzte Schicht ist dann die Ausgangsschicht. Die Anzahl der Neuronen entspricht der Anzahl der Ausgangsgrößen. Wenn das neuronale Netz lernt, werden die Kantengewichte, also die Faktoren, mit denen die Signale, die über eine Kante übermittelt werden, multipliziert werden, angepasst. So kann mit einem neuronalen Netz fast jede beliebige Funktion nachgebildet werden. Bei der Prädiktion der PV-Leistung werden als Eingangsdaten jetzt alle sich ändernden Größen genutzt, die die PV-Leistung beeinflussen. Also beispielsweise die Bewölkung und Temperatur sowie der Tag und die Uhrzeit. Die Ausgangsgröße ist die PV-Leistung. Zum Lernen werden dann vergangene Messdaten, beispielsweise aus dem letzten Jahr, genutzt und so die Kantengewichte bestimmt. Ab dann können dem Netz die Bewölkung und Temperatur aus der Wetterprognose sowie die Tageszeit in der Zukunft als Eingang gegeben werden und das Netz bestimmt die PV-Leistung für diesen Zeitpunkt in der Zukunft. Das neuronale Netz kann dann auch im Betrieb mithilfe von aktuellen Messdaten kontinuierlich weiterlernen und seine Prognose so stets verbessern oder an Faktoren wie Anlagenalterung, Abschattung durch wachsende Bäume oder ähnliches anpassen.
All das kann vollkommen automatisiert durch Software durchgeführt werden, ohne dass ein menschlicher Eingriff notwendig ist. Durch Erweiterung der Eingangsgrößen können auch Windkrafteinspeisung, Verbrauch oder eine Kombination aus all diesen Größen in einem gesamten Netzabschnitt prognostiziert werden. Ein Beispiel, das die Wichtigkeit von Prognosen verdeutlicht, aber auch gezeigt hat, wie gut diese schon funktionieren, ist eine Sonnenfinsternis. In Deutschland gab es beispielsweise sowohl 2015 als auch 2021 eine partielle Sonnenfinsternis. In beiden Jahren gab es in Deutschland schon sehr viele PV-Anlagen und beide Male gab es keinerlei Probleme, da der relativ schnelle und deutliche Leistungseinbruch gut prognostiziert werden konnte. Mit guten Prognosen und dem sinnvollen Einsatz von Speicher und Flexibilitäten wie Wärmepumpen und BHKW kann unser Netz auch in Zukunft sicher und zuverlässig betrieben werden. Schaut euch jetzt auch die Videos dazu an, falls euch das Thema interessiert.